Ja, servus und hallo zu einer neuen Folge aus der Sudküche. Jetzt ist ja schon zwei Videos her, ne? Also, vor zwei Videos habe ich euch schon gesagt, ihr dürft euch freuen, weil nächstes Video geht es zum Lackieren. Jetzt hat es zeitlich nicht so gepasst im letzten Video, weil noch im ersten Füllern waren noch zu viele kleine Macken, die ich weggemacht habe, die ich gespachtelt habe. Und ja, somit hat sich das jetzt verschoben. Und ihr glaubt es nicht. Ich zeige euch jetzt den Motorraum und lasst es einfach mal auf euch wirken. Und das machen wir jetzt mal. So, da ist der Motorraum komplett lackiert. Und ich finde, das sieht richtig geil aus. Für, wohlgemerkt, ich bin kein Lackierer, A und B, ich hab in der Garage lackiert, so wie es hier ist, also nicht abgehunkt oder sonst irgendwas, sondern einfach so lackiert, wie es hier ist. So, hab natürlich dann eine Fülle, wo ich gestern drauf gemacht habe, heute nochmal nass geschliffen und hab dann einfach alles abgerippt und dann komplett lackiert. So, und jetzt kommt das, was ich gesagt habe: Ich will es glatt haben, aber nicht eben. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich hier gucke, hier sieht man hier ohne. Leicht wellig und das kann ruhig so sein. So ist die Form vom Gebäude. Und ich sehe hier nirgends eine Nase, wo es läuft. Es ist ein richtig geiler Glanz drin. Überall Schlossträger hier auch. Richtig schöner Glanz. So, komplett. Ja. Hier oben ist jetzt was Blödes. Da sind so kleine Punkte. Und zwar vom Nassschleife war hier oben drauf ein bisschen Wasser. Was natürlich beim Lackieren direkt runtergetropft ist. Und ich bin nicht hingegangen und habe das neu geschliffen, sondern ich habe es einfach so gelassen. Sind halt ein paar Schönheitsfehler jetzt hier oben drin, aber. Vielleicht kann ich das irgendwann nochmal neu lackieren. Und wie gesagt, das ist ein richtig geiler Glanz, den ich hier gekriegt habe. Ich hoffe, man sieht es schön. Hier drumherum. Hier habe ich natürlich vergessen zu schleifen die Fläche, aber da kommt ja der Halter drauf von der Servo. Ich bin halt schon richtig gespannt drauf, wann ich nur zusammenbaue, fertig mache. Jo, aber das ist meine Garagenlackierung. So, jetzt habe ich ja die Kamera gedreht, dass man sieht. Aber ich wollte ja nicht, dass man von vornherein gleich im Hintergrund sieht, dass er lackiert ist. So, Motorraum ist lackiert. Ist jetzt schon so weit, sagen wir mal, Staubdrucke, da kann ich schon dran, also dran komme. Ich tue jetzt das Klebeband alles wegmache. Überall an der Schraube für die Klipse und an der Löcher mal das Klebeband weg. Ja, die Folie vom Auto mache ich auch vorne rum ab. Und vielleicht so Clips oder so Endzweitlehne Sache, wo ich vielleicht jetzt dran mache. Einfach um mit Lena Kontrast schon zu kriegen. Ja, das war jetzt das soweit. Das Video heute ist gar nicht so lang, weil Motorraum ist lackiert. Jetzt geht's ans Zusammenbauen und dann kommt jetzt beim Zusammenbauen morgen über morgen nochmal so Video, so Zeitraffer, wie ich dann die Sache inbaue. Muss ich gucken, wie ich es mache. Ja, wenn er jetzt erst zugeguckt hat, also zugeschaltet, zugeguckt hat, klar. Ihr guckt ihr, wenn ihr das jetzt seht, guckt ihr ja. Wenn ihr jetzt erst zugeschaltet habt, das Abonnieren nicht vergessen, dann kriegt ihr auch alle Meldungen, wenn ich neue Videos habe oder wenn es Neuigkeiten gibt. Könnt ihr auch die alten Videos gucken. Ist interessant. Und ansonsten, wenn es euch gefällt, teile, like und abonniere nicht vergessen. Über Kommentare würde ich mich freuen, wie ihr das findet. Ich hoffe, es kommt gut rüber, der Glanz und alles.
Und was ich gesagt habe mit der Schweißnäht, sieht man auch auf N2 Stelle, wie schön rund die sind. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin.